Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal einen Klassiker für euch und zwar den russischen Zupfkuchen. Und zwar sind das hier einmal die Zutaten. Als erstes kommt das Mehl, der Kakao und das Backpulver in eine Schüssel. Das mischt ihr einmal kurz unter und dann kommen alle restlichen Zutaten dazu. Das knetet ihr jetzt so lange, bis der Teig euch nicht mehr so auseinanderbröselt. Also bis ihr ein richtig festes Stück Teig habt. Ist der Teig fertig geknetet, rollt ihr den zu einer kleinen Wurst und dann kommt er in etwas Frischhaltefolie gewickelt und dann kommt er erstmal für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Das sind einmal die Zutaten für die Füllung. Bei der geschmolzenen Butter bitte darauf achten, dass sie Zimmertemperatur hat. Und ja, dann gebt ihr alle Zutaten in die Schüssel. Das wird dann mit dem Mixer ordentlich verrührt. Und was ich noch sagen wollte, dem Vanillepudding, da achtet bitte auch darauf, dass das der ist, der abgekocht werden muss. Also nicht der Pudding, der kalt angerührt werden muss. Nach der Kühlzeit halbiere ich mir das Stück einmal und forme mir eine Kugel und das kommt dann in meine Backform gedrückt. Das ergibt dann den Boden. Ich habe hier auch übrigens eine 24er Sprengform, aber werde ich auch noch unten in der Infobox dazu schreiben. Den Boden der Backform habe ich mit Backpapier ausgekleidet und die Seiten, die sprühe ich einmal mit etwas Backtrennspray ein und dann drücke ich mit dem Teig auf den Boden. Jetzt halbiert ihr euch die zweite Hälfte nochmal und formt aus einem Stück eine lange Wurst. Die muss so lang sein, dass sie einmal um die Backform geht. Das ergibt nämlich den äußeren Rand. Jetzt ist der Strang lang genug und den drückt ihr euch jetzt vorsichtig an den Rand fest. Also der Rand wird dann in etwa 2 cm hoch sein. Jetzt kommt die Füllung dazu und die wird auch schön glatt gestrichen. Das letzte Stück Teig habe ich mir jetzt hier einmal ausgerollt und da steche ich mir jetzt ein paar Sterne aus. Ihr könnt natürlich auch die klassische Variante machen. Dann nehmt ihr euch einfach den Teig und zupft euch unterschiedlich große Stücke ab und gebt die oben auf den Teig. Auf einem Kuchengitter lasse ich den Kuchen jetzt komplett auskühlen. Ihr seht es, er ist ein bisschen gerissen, das macht aber gar nichts.
weil wenn der Kuchen nämlich abgekühlt ist, sackt er in sich zusammen und von den Rissen ist nicht mehr viel zu sehen. Ja, dann war es das auch schon für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch noch eine tolle Restwoche und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Tschüss!